Hallo Community! Willkommen zurück im Heldinnen-Anwesen. Ich weiß, ich habe Schande gebracht über die Familie. Über die Familie vom Heldinnen-Anwesen. Wir haben sehr viele Helden verloren. Aber ich werde das alles wieder gut machen in dieser Folge. Ich hoffe, meine Mafia-Impression war nicht zu schlimm. Wir müssen in dieser Folge irgendwie Dinge tun. Ich weiß, dass wir Dinge tun müssen in dieser Folge. Ich weiß auch ungefähr, was für Dinge wir tun müssen. Ich will sowas sagen wie Geld verdienen. Ich will sowas sagen wie leveln. Aber ich will nicht unbedingt sagen, wo wir das schaffen werden. Denn wir haben wenig Geld. Und was wir noch haben, außer wenig Geld, ist natürlich wenig Ahnung. Ich habe wenig Ahnung. Das ist der richtige Terminus, den ich da gerne angeben möchte. Ich möchte eigentlich wieder Chris mitnehmen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil es lag sicherlich nicht an Chris, dass wir letzte Folge gestorben sind. Außerdem möchte ich gerne... Gute Frage. Hero, den möchte ich eigentlich auch mitnehmen. Aber dann haben wir gleich wieder keinen Heiler. Aber das hier scheint eine starke Gruppe zu sein. Ich meine, der Hundemeister kann sich selber heilen. Der Hero, den kann sich selber heilen. Der Hundemeister muss nur selbst heilen hier anklickern. Ah, 27 das. Okay. Ah, du musst nicht unbedingt die Hitzjagd machen. Du kannst auch einfach dich selbst heilen. Chris macht genau das, was er machen soll. Und du machst auch, was du machen sollst. Und Herodin macht das, was er am besten kann, Leute verprügeln. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken. Am liebsten wäre mir ja so... Ach, null Geschwindigkeit. Leute! Am liebsten wäre mir ja fast so mit einem Berserk-Charm. Wenn ich wüsste, wo mein Berserker-Amulett ist. Ach, da. Am liebsten wäre mir ja so... Ich weiß, die Präzision ist dann halt ein bisschen unten. Aber das ist ja auch nur, wenn gerade keine Sonne ist. Sonst haben wir plus 10. Mit dir machen wir folgendes. Du kriegst natürlich mehr Stun Power und auch du kriegst so einen Konzentrationsring. Du kriegst die Karte. Du kriegst auch so einen Ring. Und du kriegst die Laterne. Und du kriegst auch so einen Ring. So ungefähr ist der Plan, damit alle schön viel immer treffen können. Gucken wir nochmal im Heldinnen-Anwesen, ob wir noch irgendwas in irgendeiner Form eventuell irgendwie aufbessern können. Ich habe nicht das Gefühl. Chris, du siehst schon ganz... Du siehst gar nicht mal so schlecht aus. Das Silberheilen müssen wir nicht aufbessern. Aber eventuell das Kämpfen, zumindest diese. Und das war's. Mehr Geld haben wir nicht, aber wir müssen ein bisschen Geld rausholen aus diesem mittleren Dungeon. Ich habe natürlich wie immer ein bisschen Schiss in der Box, dass uns das gelingen wird, da durchzureiten. Aber ich bin heute mal anders als sonst. Guter Dinge, dass das klappen wird. Also ich nehme mal zwei Notfallfackeln mit. Also auf geht's. Mit den Notfallfackeln werden wir es sicherlich schaffen. Weil wir haben jetzt, glaube ich, keinen. Doch, einen Mondring haben wir mit. Na gut, okay. Aber sonst sollte es eigentlich ganz okay laufen. Wir werden es aber jetzt herausfinden. Ich habe super Schiss davor. Oh, scheiße, was ist das für ein Dungeon? Ach du Scheiße, hier oben mit der langen Ecke. Na, dann gehen wir da nicht. Dann gehen wir da wohl nicht zuerst lang, würde ich mal behaupten. Nämlich, wir gehen schön hier lang zuerst. Ja, die Tugend ist erhöht. Damit wir halt, wenn irgendwas ist, eventuell mehr Chancen haben, nicht unbedingt verrückt zu werden. Wow, ich hab nur noch für diese Sache hier eine Schaufel dabei und für die da hinten. Falls wir jetzt noch auf mehr Sachen kommen sollten, die Schaufeln brauchen, werden wir Probleme bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist noch nicht ein einziger Gegner aufgetreten. Ich weiß, Chris hat ein bisschen Stress. Aber das macht uns eigentlich wenig. Okay, wir wissen jetzt, hier gibt es Schätze. Da lang gehen wir zurück, deswegen können wir da ganz in Ruhe langlaufen. Wir wollen nicht lesen. Niemand will lesen. Gut, besser ist. Denn da haben wir auch keinen Bock drauf. Und wir wissen, hier gibt es keine Kämpfe in dieser Halle.
ist auch nicht so schlecht. Und hier kommt der erste Kampf, der uns zum Glück nicht, zumindest nicht überraschen kann. Und da werden wir gleich mit Chris erstmal schön den Stress runtermachen. Eventuell werden wir aber auch einfach angreifen, weiß ich noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Je nachdem, was wir hinkriegen. Das erste, was wir machen, ist der mit dem Schwertchen mal ein bisschen stunnen. Der ist nämlich gefährlich. Na ja gut, ich meine, wir können natürlich jetzt eine ganze Menge interessante Sachen machen. Ausgewichen? Mit dem Ring? Das ist nicht interessant. Dann ernten wir euch mal ab. Ja, okay. Und da können wir wenigstens den schon mal zerschlagen. Da hat der nämlich keine Macht über uns. Der Mann, der hier wahrscheinlich am meisten Schaden gemacht hätte. Und gleich müssen wir mal gucken, dass wir den Chris so ein bisschen... Schöner 15er. Reicht leider nicht. Ja. Schöner Crit, Chris. Da kann man auch mal eine Runde lachen. Finde ich allerdings auch. Jetzt müssen wir uns gleich ein bisschen heilen, ein bisschen zusammenreißen, aber das kriegen wir alles schon hin. Erstmal dann wir dich, weil du bist gefährlich, beziehungsweise du machst Stress und wir wollen keinen Stress. Und wir wollen keine hässlichen Gegner, die uns hier böse einen vor die Ome dümpeln wollen. Ich weiß natürlich, da komme ich jetzt super schlecht dran an den Typen. Aber wenigstens kommt Sasuke dran. Ja, reicht ganz genau, warum nicht? Kann man auch mal so machen. Wir brauchen keine davon, deswegen lassen wir schön diese blöden Dinger da weg. Und nehmen lieber das mit, was wir wirklich gebrauchen können, nämlich Geld. Ja, wie gesagt, das, was wir nicht brauchen. Und das, was wir brauchen, ist Geld. Wir nehmen mal eine Bandage mit. Außerdem werden wir gleich hoffentlich mal irgendwann, vielleicht sogar jetzt, ein bisschen stresslos werden hier beim Chris. Der hat nämlich schon, das war der Einzige, der den dunkelsten Dungeon überlebt hat. Also der hat schon einige schreckliche Sachen gesehen. Vielleicht müssen wir nicht unbedingt. Müssen wir ihm nicht unbedingt noch mehr Schmerzen bzw. Dinge zufügen, als es schon gemacht wurde von außen. Er hat mit dem Leben im Moment genug Probleme. Wir gehen mal hier rein, denn ich will den Rucksack haben. Er enthält Beute. Und auch da lassen wir das mal zurück. Außerdem wollen wir die Falle noch entschärfen. Denn das heilt ein bisschen Stress. Den jemand anders gleich wieder kriegt. Naja, gut. Aber wir müssen da hinten in den. Wir müssen hier unten nicht in den Raum. Das ist das Wichtigste daran. Denn wir müssen nur 90% aller Räume erforschen und der gehört dann einfach nicht in die 90%. Wir haben nur geile Sachen dabei. Das Einzige, was hier nicht so geil ist, ist die Hundekekse. Die können wir mal da lassen. Die haben wir eh geschenkt gekriegt. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir die vermissen werden, sagt er und vermisste seine Hundekekse am Ende des Tages. Na gut. Aber eigentlich bin ich auch tierlieb. Aber wenn es ums Geld geht, da mache ich keine Kompromisse. Das geht so nicht. Die ganze Gruppe ist heute ein bisschen angespannt. Die reden heute nicht viel. Die sind sehr gespannt und sehr konzentriert auf diesen Dungeon, was ich eigentlich gut finde. Wir haben auch noch Fackeln dabei. Ich werde sie nutzen, falls es wirklich schlimm wird. Werde ich alles dafür tun, dass unsere Helden hier nicht den Heldentod sterben. Ich hoffe, wir brauchen keine Schaufeln mehr. Denn das war definitiv die letzte, die ich dabei habe. Erstmal zumindest. Und wir gucken mal, was hier drin ist. Nice, noch mehr von dem Zeug. Ja, warum nicht? Die Chitin packen wir weg. Dafür haben wir von dem anderen Rumpel genug. Ich hoffe, wir finden auch den Secret Room. Kann ja immer mal passieren. Und solange wir Scouts haben, beziehungsweise... Na, ihr wisst, wie es heißt auf Deutsch, nämlich Erkundungs... solange wir erkunden, den Dungeon erkunden, sagen wir es mal so, werde ich nicht campen. Solange wir wissen, was vor uns liegt, brauche ich nicht campen. Da ist er. Schön. Zwei Kämpfe liegen vor uns. Wir werden doch kämpfen. Aber wir werden, glaube ich, nur voll essen oder brauchen wir Stress? Heilung. Ja, wir werden nur voll essen. Ich glaube, das mit dem Stress geht auch so, weil wir haben hier immer noch andere Dinge. Das zum Beispiel.
Therapiehund brauchen haben wir auch noch. Und der Rest wäre hier einfach nur ermutigen wir nochmal hier den Hundemeister. Ja, wir konnten jetzt zwar keine Buffs holen, ich hätte mir auch Kampfbuffs holen können und dann da stark sein können, aber wir wollen nicht stark sein. Wir wollen diese Menschen vernichten. Und dafür müssen wir nur eins sein. Vorzugsweise schnell. Also geht mal los. Beide bluten. Das mag ich. Schaden auf alle verteilen. Autsch. Gerade so viel Schaden auf alle verteilen. Ich wollte es gerade sagen. Da bin ich natürlich jetzt kein Freund von. Wir schießen mal, was geht. Schöner Crit. Volltreffer. Elbe und Flut. So wie ich es gern habe. Ich nur mal bitte den Chris kriegen. Das wäre dann super. Und wir werden dich einmal stunnen. Damit ich diesem Hackfleisch entkommen kann. Das ist nämlich eine böse, 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 böse Attacke. Und ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen... Schöner Crit, schöner Schlag, schön mehr bluten. Das ist Schlitz, Schlitz, Schlitz. So ist es. Hm, wir versuchen dich mal zu stunnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist gerade interessanter. Oh nein. Oh, okay. Ey, nice. Tschüss. Und tschüss. So, Kampf Nummer 1 ist eigentlich ganz gut überstanden. Wir werden Chris mal unser restliches Essen opfern. Damit er nicht gleich in Dreck fällt im nächsten Kampf. Aber auch dieser Kampf sollte... Oh, überrascht. Nice. Auch dieser Kampf sollte möglich sein, wollte ich gerade sagen. Jetzt sogar umso mehr. Ausgewichen. Scheiße. So. Erstmal das. Wenn wir dann als letztes dran sind, können wir hier noch für 8 heilen. Warum nicht? Schön. Ich weiß, jetzt kriegen wir ein bisschen was auf die Fräse. Aber der Hundemeister und auch Herodin sollten das tanken können. Das Blöde ist auch immer nur das Bluten anstatt alles andere. Gut widerstanden. Weil ich meine, hier den Kelch der Versuchung, der Schaden ist ja nicht das Problem. Und den Stress, den wir da kriegen, den kriegen wir im Moment auch gut hin. Oh, die sind wieder dran. Das ist schlecht. Weil das so viel Blut ist. Und der erste ist schon mal weg davon. Ah, der zweite ist auch weg davon. Warum nicht? Jetzt können wir vielleicht 1-2 Runden mit dem vorliegen. Jetzt habe ich ein bisschen Stress gehalten. Ich wollte eigentlich doch alle schneller machen. Wir werden mal hier Chris heilen. Der kann sich ja nicht selbst heilen. Ein bisschen Stress heilen und eventuell dem, was jetzt kommt, entgegenwirken. Sasuke kann sich gleich, denke ich mal. Na? Gucken wir mal, was hierbei rumkommt. Ja, selber heilen ist natürlich jetzt so eine Sache. Stun den, glaube ich, erstmal. So. Und dann können wir uns hier nämlich immer selber heilen, weil an der einen oder anderen Stelle. Viele Kämpfe scheinen ja nicht da zu sein, ein Glück. Stress lindern. So, ich komme eh nicht dran. Schöne 20er Heilung. Wir können hier nochmal versuchen zu stunnen. Wir können auch versuchen, den zu essen. Den kleinen Typen da. Und so geht es eigentlich doch ganz gut. Keiner blutet. Okay. Nice. Viel Geld in diesem Dungeon. Ich meine, wir müssen hier vorne nochmal kämpfen gleich in dem Kuriositäten-Ding, haben aber auch nur noch 3 Räume vor uns. Fast. Das war fast richtig. Eigentlich wollte ich hier mal eben in den Secret Room reinlaufen und wollte mir einmal hier die Schätze einverleiben, die ich mit Kusshand nehme. Na, vielleicht brauchen wir das noch. Gegengifte werden wir nicht mehr brauchen. Ich weiß, ich habe sie wieder gekauft, wir werden die Fackeln nicht brauchen. Ich weiß, ich habe sie gekauft und wir werden auch den letzten Schlüssel nicht brauchen. Ich weiß, ich habe den gekauft. So. Aber dann lass uns weitergehen. Vor dem nächsten Raum werde ich wahrscheinlich noch eine Kleinigkeit essen. Oder meine Gruppe erledigt das jetzt schon. Die ist sehr hungrig in den Experten-Dungeon, muss ich schon mal sagen. So, ich esse mal 3.
Und geh einfach mal in den Raum hier. Oh, das ist auch gut. Schön, wieder die Gegner überrascht. Das heißt, wir sind wieder schneller als sie. Und können hoffentlich wieder ein bisschen... Frimsel machen beide. Nein. 28 auf den vorne, schön. Die Bola würde auch beide treffen. Ich werde ihn stunnen. Und mache hier die Bola. Schöner Crit auf den hinteren. Hat zwar nicht gereicht. Ein Schadenspunkt, ein Lebenspunkt. Einer genau. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir den einen Schlag halt gesichtstanken. Herudin kann das. 8. 8 Schaden, darüber reden wir gar nicht. Mich nach vorne ziehen. Okay, das geht noch. Das geht auch noch. Na, wir können mal hier den Stress selber wegmachen, warum nicht? Müssen wir natürlich nur schneller dran sein als der zweite. Dem wir aber auch so einfach über die Rübe ziehen können, kein Ding. Wir können natürlich jetzt nach hinten kaum noch kämpfen. Ich meine wirklich kaum noch kämpfen, das ist natürlich scheiße. Dann machen wir uns mal schneller für die nächsten Runden. Wir werden versuchen, die Leichen da aus dem Weg zu räumen, weil ich glaube, dann kann der mit dem Bolzen auch nicht mehr ganz so viel erledigen. Das war wieder der Falsche, was ist denn los? Weil er kann immer Stress machen. Leider. Mit 13 Schaden leider nur. Bluten wird er nicht. Bayonetthieb, ja, den meine ich. Oh, kritisch für 15, dann geht's ja. Du hast gleich nicht mehr viel Leben. Ich weiß, Herudin kriegt beide hin, von daher... Ach, nicht jetzt. Eigentlich möchte ich jetzt noch eine Runde aushalten. Na, wir versuchen das mal. Vielleicht eine blöde Idee. Mehr wissen wir aber, dazu wissen wir aber gleich mehr. Na, lass uns mal den auseinanderreißen. Okay, das sieht ganz gut aus. So, du kannst dich selbst heilen. Du kannst den Stress heilen. Ist natürlich am Rande hier des Lebens. Du kannst dich auch mal eben selbst heilen, ein bisschen den Hund kuscheln. Und Herudin macht den Rest. Na gut. Noch geht's mit dem Leben. Mehr oder minder zumindest. Die Bandage will ich so gerne behalten, aber ich habe Angst, dass sie vielleicht... Oh, schöner Erkundungstick. Da ist auf jeden Fall nichts im nächsten Raum. Lassen wir die Heilkräuter hier. Was soll der Geiz? Ich weiß, ich habe sie gekauft. Das werdet ihr heute ein bisschen öfter hören. Wir haben aber noch... Ja. Versuch mal dein Glück, Herudin. Nimm mal irgendwas von dir. Blutrünstig. Eine Last weniger, sagt man auch. Und wir versuchen jetzt unsere Leute wieder ordentlich zu sortieren. Es wird natürlich jetzt immer sehr... Es wird dann hinterher, wenn es natürlich schwer wird, wird es auch gleichzeitig wissenschaftlich. Man merkt so ein bisschen, wie ich kommentiere. Ich versuche jeden Schritt, den ich zu machen, irgendwie so ein bisschen... Ah, nice. Wir müssen gar nicht mehr. Ja, weißt du was? Guck mal eben, was wir in der Tasche haben. Na ja, gut, jeder Kampf könnte unser Tod sein oder noch ein bisschen mehr Leben geben. Wir gehen einfach nach Hause, reicht. Wir haben den Secret Room gefunden, was willst du denn mehr? Wenn man ganz ehrlich ist, manchmal muss man sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Und wir haben eigentlich eine ganz volle Tasche. Von daher würde ich sagen, mit 22.000 plus Questbelohnung kann man leben. Und natürlich, die Helden sind Level 6. Oh, begabter Kämpfer ist natürlich super. Ah, gegen unheiligen Kämpfer schlecht, das ist nicht so gut, das ist okay. Das interessiert mich nicht mehr. Und plus 5% Chance auf Tugend ist okay. Immerhin das. Was auch immer. Aber langsam haben wir eine ganz gute Auswahl an Kämpfern, die eventuell... Ist nicht mehr verzweifelt, das hört sich ganz gut an. Die eine ganz gute Herrscher an Leuten, ja, ich weiß. Manche Leute wollen hier ins Bordell, aber der ist gerade besetzt. Geht gerade nicht. Spieler, du willst also nur zocken. Na gut, weil wir sollten schon versuchen...
den Stress von den Leuten wegzukriegen, bevor wir die Leute in den dunkelsten der Dungeons schicken. Oh, was ist mit dir? Ach, du willst nur dahin? Dann bitte. Dann bitte geh. Sorgenvoll kann weg. Wir haben, glaube ich, sonst keine Krankheiten mehr. Ja, wir haben auch nicht mehr allzu viele Leute, die jetzt keinen Level 6 sind. Also sind hier noch 2, 3, 4, 5 Leute. Alles andere ist entweder tot oder in einer besseren Welt. Ich glaube, wir können hier auch nicht mehr ganz so viel machen. Ne? Wir können hier noch das Letzte holen, wenn wir wollen. Indem wir diese tauschen. Nein, reicht immer noch nicht ganz. Na gut. Dann werden wir nochmal diese Rollen tauschen. Warum nicht? Vielleicht haben wir noch die Chance, starke Kämpfer zu kriegen ab Level 4 oder so. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Alles andere müssen wir dann in der nächsten Folge gucken. Und ich würde sagen, bis dahin. Und dann sehen wir uns da wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.